Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Minecraft, der mit den Treppen spielt. Warum? Ach so, kann ich auch machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, dann kann ich das Holz sparen. So. Die Frage ist, warum baut er mir die Treppen da so kacke hin? So, zwei will ich eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich lieber um die Kurve herum. Toll, jetzt habe ich keine Axt mehr. Das heißt, ich müsste mir eine Holzaxt bauen. Eine Steinaxt. Pardon. Stein. So. Handwerkszeug. Holzaxt. Stein. Stein. Hä? Brauche ich da Bruchstein für oder was? Habe ich noch Bruchstein? Nö, natürlich nicht. Muss mal ganz kurz ein bisschen Bruchstein holen gehen. Wo war das hier, ne? Ja. Was fährt denn da draußen jetzt schon wieder rum? Irgendwelche komischen Gerätschaften. Aber so ist es, wenn man auf dem Land wohnt. Da fährt öfters mal ein Traktor vorbei oder ein Mähdrescher oder ein Traktordrescher oder ein Mähbauer, Farmer, was auch immer. So, ich glaube, das müsste reichen für eine Axt. Erdleiter. Huch. Erdleiter. So. Machen wir wieder zu. Mein kleines Geheimversteck. So, jetzt habe ich Bruchstein. Jetzt müsste ich doch aber Steinaxt, genau. So, dann mache ich mir gleich mal ein paar. Stein kommt hier hin. Klick, 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 klick. Achso, geht nicht. Klick, klick und klick. So, Rest habe ich wieder. Ja, gut. Stein zu Stein, Staub zu Staub. Stein, so. Ah, halt. So. Das andere ist ja polierter Stein. So, nochmal von vorn. Um hier hinzukommen, würde ich hier so runter. Und dann hier so runter. Wenn das geht, so. Kann ich denn hier... Wie wäre denn der normale Verlauf? Wäre hier ein Holz und von mir aus hier ein Holz und hier nochmal eine Treppe, oder? Ach nee, geht ja gar nicht. Wäre hier ein Holz und hier ein Holz und dann da eine Treppe. Die dann völlig falsch rum ist. Warum ist die dann falsch rum? Ah, okay, so. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Und dann hier quasi wieder. Lalala. Da komme ich hier noch unten durch. Sehr gut. Das heißt, ich bräuchte einen... Hier, ne? Ja. Ah, okay, wunderbar. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Lalala, lalala. Und dann sind wir oben. Bisschen gefährlich, runterfallmäßig. Aber wo gehe ich in den Keller runter? Das ist die andere Sache. Ich sollte das Ganze noch eins weiter rüber machen, dass ich dann hier in den Keller runtergehe. Dass es dann genau in die andere Richtung geht. Hm, ja. Okay. Aber das hier bleibt quasi
Nur das hier kommt alles eins weiter rüber. Ich bräuchte noch mehr Treppen. Okay, also so. So. Und dann so. Und dann habe ich keine Treppen mehr. Ich habe zwar hier noch ein paar Hölzer am Start. Hier ist auch ganz schön dunkel, ne? Na, jetzt wird es natürlich hell. Jetzt geht natürlich die Sonne auf. Das war sowas von klar. Ich habe doch noch Eichenholzbretter zu Genüge. Ach Mensch. Ach Leut. Ich weiß nicht, wie viel brauche ich denn? Das sind dann 16 Stufen. 15, naja gut. Okay. Und dann hier. Und dann würde es hier wieder hochgehen. So. Aber hier... Hier müsste ich so ein Slab hinmachen, ne? Kann ich auch hier machen. So ein flaches, genau. So eine Eichenholzstufe. Ja, gut, gibt's dann gleich 6. Was soll's. Brauchen wir ja dann für unten auch noch. Okay. So. Ja, genau. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So funktioniert eine Treppe. Und damit das schön aussieht, komme ich da hier dann noch vorbei? Ja, schön. Machen wir hier noch so. Oder kann ich hier hin machen? Nee. Na gut, man würde ziemlich verbrennen, wenn man da hochgeht. Aber, nun ja, so ist es dann halt. Okay, gut. Und gleiches wäre dann natürlich nach unten. Ich würde mal sagen, so. Ah ne, da brauche ich dann ja auch nur einen. Oder gehe ich da mit 2 runter? Nö, da bin ich da auch mit. Gehe ich dann auch mit einem runter. Gut, packe ich das Holz mal eben da hoch. Da würde ich eh keine Holztreppe bauen, oder? Jetzt geht ja ein Keller runter. Oh, Steintreppe muss man da doch dann haben. Gut, dann packe ich diese Holzsachen mal da rein. Und Granit haben wir noch. Polierter Granit haben wir recht viel. Dann müsste ich doch aus poliertem Granit müsste ich doch eine schöne eine Form, ja genau, eine formschöne polierte Granittreppe. Ich habe keine Ahnung, wie viel gibt das? 16 Stück. 16 Stufen, egal. Passt, glaube ich. So, erstmal hier wieder zu. Und dann wäre quasi... Nein. Achso. Muss ja dann andersrum. Muss ja dann so rum. Ja, genau. Hier würde es dann quasi runtergehen. Geht das hier drauf? Nein. Das muss dann hier drauf. Genau. So, und da grabe ich mich jetzt schön in den Keller runter. Das hier muss, glaube ich, auch weg. Das muss weg. Und das muss weg. Ja, hier geht es dann in den Keller runter. Lalalalalala. Oh. Kies. Kann ich da... Ich kann doch da Erde hinklatschen. Achso, dann fehlt da halt ein Stück Kies, ne? BZW, wie weit? Ich muss ja... Hier muss ich runter. Und hier sowieso. Und da kommt schon Stein. Ja, sehr schön. Gut, dann kann ich das eigentlich... Das ist ein recht schmaler Eingang.
Aber das kann ich eigentlich so lassen. Dann würde ich auch die Höhe beibehalten erstmal. Und erst ab einer gewissen Tiefe, also hier ungefähr, wieder ein bisschen weiter rüber gehen. So, und jetzt müsste ich rapide nach unten, denn da kommt irgendwann Wasser. Das darf ich nicht vergessen. So, hier. Also, auf beiden Seiten geht nicht. Dann machen wir hier und da. Und hier und da. So, wie sieht mein Inventar aus? Inventar ist einigermaßen leer. Das, gut, so viele Äxte bräuchte ich nicht. Naja, egal. Kies habe ich einen. Naja, gut. Okay. Dann würde ich mal hier anfangen. So, das heißt, wir gehen hier nochmal runter. So, und dann hier nochmal runter. So, die Frage ist auch, wie tief gehe ich runter? La 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 la. Boah, geil. Hier nach oben. La 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 la. Und dann hier auf die geile Dachterrasse. Juhu. Und dann in den Pool rein. Oh, das wäre fein. So. Aber dann auch hier in den dunklen Keller hinunter. Wo es wirklich ganz schön dunkel ist mittlerweile. Weil keine Fackeln mehr. So, dass ich einigermaßen ausgeleuchtet habe. So, dann hier nochmal runter. Oh. Ich höre Lava. Bin ich schon unterhalb der... Ich glaube, ich bin schon unter dem... Oh. Wie viele Treppen habe ich denn noch? 8. Kann ich da rausgucken? Ich sollte theoretisch schon unterhalb des Flusses sein. Obwohl, noch nicht ganz. Wenn jetzt natürlich Lava kommt oder gruselige Geräusche, dann wäre ich ziemlich im Eimer. So, wie hoch sind wir denn? Nochmal eins höher. Oh. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich... Da sollte ich dann nicht mehr weitermachen, denn ich glaube, da kommt dann Wasser. So, dann würde ich aber hier nochmal eins tiefer gehen. Mal schauen. Blub, blub. Ich hör die Lava knastern. Da. Denn wenn ich jetzt gleich in Lava reinfalle, das wäre nicht so cool. Nicht so toll. Aber ich würde schon gern noch tiefer gehen. Aber ich habe Angst. Ich muss mir da eine Treppe machen, dass ich schnell genug wieder nach oben rennen kann. Bevor da die Lava blubbert. Weit genug Abstand halten. Und dann werde ich jetzt hier mal eins tiefer sein. Man hört es blubbern und klatschen. Und machen und tun. Okay, hier ist noch nix. So, wo ist meine Spitzhacke? Hier.
La 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 la. Wir graben uns in den Keller vor. Da, 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 da. Das ist meine Treppe. Oh, das war gefährlich. Oh, und wir haben Eisen. Ich glaube, ich grab mich einfach noch tiefer runter. Aber zuerst mal hole ich mir das Eisen. Denn das brauchen wir. Oh, geil. Nice. Okay, das ist hier ganz in der Nähe. Das heißt, ich würde hier mal gerade wieder zumachen. Mit was machen wir denn zu? Was haben wir denn jetzt am meisten? Bruchstein, ne? Hier mal das Holz weg. Und mal die Stufen weg. So, erstmal nochmal zumachen mit Bruchstein. Dann eventuell noch ein paar Fackeln. Habe ich da gerade Tropfen gesehen, blaue? Tropft es hier durch? Ich meine, möglich wäre es. Weil wir sind ja unter dem Fluss. Oh. Merke niemals auf dem Stein stehen, den du abbaust. So. Treppe hier, Treppe da. Schön vorsichtig. Oh, was haben wir hier? Bin ich hier schon so krass in der Lava? Oh mein Gott. Was war das? Ich glaube, die Lava ist links und rechts von mir. Oh, ich habe Angst. Ich will nicht weiter graben. Aber hier ist jetzt wieder weniger Lärm. Also ich glaube, ich bin tief genug für den Keller, ne? Oder? Ja. Die Fackeln da oben brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Kann ich hier nicht wieder Erde hinbauen? Doch. Dann quasi hier runterkommen. So. Hier eine Fackel. So, dann... Hier eine Fackel. Dann hier wieder Erde. So, und ab da immer... Immer so. Ah, so könnte ich es auch machen. Oh, da ist schon wieder Nacht da draußen. Oh ja, das sieht gut aus. Hier oben, quasi immer oben dran, die Beleuchtung. Dann muss ich aber hier weitermachen mit der Erde. So, und da kommen wir jetzt schon nicht mehr hoch. Schwierig. So, dann wieder Fackel, Fackel. Okay, boah, wie soll ich denn da hochkommen, um Gottes Willen. Hier mal wieder die Fackeln weg. Was habe ich da an? Flint. Einen komischen Dingstein.
Okay, dann baue ich mich hier mal nach oben. Also geht nicht. Hier? Ja. So. Also. Gut. Denn wenn ich das so machen will, ne, dann muss ich mich zuerst mal hier hochbauen. Huch. So, dann hier. Ein tiefer Flump. Und dann wieder Fackeln. La 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 la. Ja gut, dann bin ich ja bald unten. Oh, mit der Fackel kann man gut Erde abbauen. So, der Timer ist zwar schon abgelaufen, aber... und wo ist denn hier? So. Hier, da. Oh, hier. Oh, ich komme da sogar noch hin. Sehr gut. Schon krass, wie hier die Lava rumbruddelt. Es könnte gut sein, wenn ich jetzt in eine Seite grabe, dass dann schön die Lava rausblubbert überall. Jetzt mache ich erstmal hier oben ein paar Fackeln hin. Hier eine, da eine. Hier eine, die weg. Da eine. So, wie sieht's dann aus? Das hier geht. Da ist Kohle. Sehr schön. Ich glaube, hier bin ich schon wieder... schon wieder raus aus... aus dem gefährlichen Gebiet. Also es wird nicht mehr... es ist schon nicht mehr so laut hier. Dieses, Lava-Geblubber. Könnte ich mir natürlich auch nur einbilden. Und sie überrennt mich gleich. Oh. Ja, das war... ah, ich habe... eine habe ich ja noch. Okay, gut. So, meine Freunde, ich muss jetzt erstmal eine Folgenpause machen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Minecraft, hier in der Höhle im Keller. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.